Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asreiter und wir haben eine Vorschau Nummer 2 von Size Matters in der Rolle des Vorgestellts oder Serie des Vorgestellts. Ja, wir probieren da mal was Neues nochmal, wie wir da mit dem Schrumpfen klarkommen und wir sehen uns gleich nach dem Intro dann. So, wir haben hier das Laboratorium ausgewählt und ich fühle mich schon ziemlich klein. Ich hoffe, ich habe da nicht schon was falsch gemacht. Axelium. Okay. Ja, der Michael Friedrich, der hatte letztens geschrieben, dass ich da, ja, schon arge Probleme hatte. Ja, ich bin schon ein kleiner Gnom, ne? Kann das sein? Aber jetzt habe ich mich auch schon gleich hinter den Stuhl geballert. So, jetzt müssen wir erstmal so Klamotten finden. Da steht nichts. Da ist was. Toll, der Schlitz war zu groß für mich. Ich dachte, da würde ich rüberkommen. Ja. Da steht nichts. Oh, das wird aber schwierig. So, da steht schon mal was. Artium und Wasser ergibt Curium. Chlorophyte und Mikrowelle ergibt Schlüssel 1. Sehr schön. Hier gibt es eine Waage. Hier gibt es nichts. Oh, da schaffe ich nicht rüber. Shit. Hier ist diese Maschine, wo ich die zwei Sachen zusammenbraue. Und ich muss jetzt gucken, dass ich da drüben hinkomme. Kann man den noch umdrehen? Oh, ich komme so drauf. Gut. Glaube ich. Habe ich geglaubt. Was für ein Deutsch, ne? Habe ich geglaubt. Gut, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gut, da steht nochmal was. Tritatium und Wasser ergibt das entscheidende Zeug. Ich würde es gerne nur anheben. Ja, ich bin runtergefallen und das Ding liegt noch oben. Super, oder? Komme ich auch nie dran. Ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier schon Schwierigkeiten. Kann man hier was aufmachen? Nein. Okay. Ich glaube, es wird schwierig, hier fertig zu werden. Ich weiß nicht, ob die zweite Schublade nicht aufgeht. Ne, geht wohl nicht auf. Doch, geht doch auf. Ich war nur zu weit weg. Oh. Ist aber auch nichts drin. Okay. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ne, die Box geht nicht auf. Da ist was zu essen. Press E to consume. Okay, irgendwas bewirkt es. Ich weiß aber nicht mehr was. Es gibt zwei Sachen. Das war einmal das. Komm, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir die Schränke aufkriegen. Da. Da ist nichts drin. Gut. Kriegen wir den dann auf? Ja. Da ist auch nichts drin. Haben wir richtig geguckt? Nein. F war's.
Und es muss das Zeichen erscheinen, dass es geht. Ja, doch, ist. Da ist auch nichts drin. Gut. Ist auch nichts drin. Schließen wir. Öffnen. Ist auch nichts drin. Geht zu. Kriegt die Tür immer vom Kopf. Okay, da ist auch nichts drin. Da ist wohl auch nichts drin. Na, lass die jetzt offen. Da ist was drin. Schließen. Ich weiß nicht, wie lange wir da kommen. Ach so, da oben steht ja Zentimeterzahl, ne? Wir haben nur 28 Zentimeter. Okay, dann sind wir gleich tot, oder wie sehe ich das? Ja, das ist unschaffbar, also dieses Level. Weiß nicht, ob wir hier schon waren. Nee, ich glaube, die Seite hatten wir noch nicht. Da ist auch noch nichts. Da ist auch nichts. Ich weiß nicht. Da ist noch ein Getränk. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Ethidium. Nee. So, das hatten wir alles. Das hatten wir alles. Ja, ich glaube, wir haben keine Chance, hier noch was zu kriegen. Okay, das hat nicht geklappt. Ja. Nee, ich glaube, das war's jetzt hier. Ich glaube, der Level, den ich hier ausgewählt habe, ist zu schwer. Da muss man erst Erfahrung sammeln, ne? Die Zentimeter rennen da nur so hin. 3 Minuten haben wir noch. Ich kann noch nicht mal was lesen hier mehr. Ach, da war auch noch was. Lecithium Consolidium Axelium 8363 Lectium Lectium. Warte, das Concozlium. Concozlium, das braucht man. Aber wie soll ich das da hochkriegen? Ja, das war's, das kriege ich nicht mehr hin. Es dauert schon ewig, die Kiste dahin zu kriegen. Okay. Aber jetzt steht die Kiste so, dass ich sowieso nicht drauf komme wahrscheinlich, ne? Ey, was ist das für eine tolle Kiste, die so komisch fliegt. Und wenn ich da was in der Hand habe, dann ist es auch super schwierig. Na, super. Ich glaube, die Kiste bewege ich jetzt sowieso nicht mehr irgendwie. Oh, ich bin sogar drauf gekommen, kaum zu glauben. Aber bewegen kann ich sie nicht mehr, oder? Doch, es geht noch. Na super. Ah,
Eine Minute verbleibend und wir haben gar nichts geschafft, ne? Ja, ich glaube, das war's. Ja, die Kiste fällt jetzt auch noch immer wieder um. Ja, das war's wohl. Nee, das wird wohl nichts mehr. Jeder Versuch ist umsonst jetzt hier. Ja, so ist es dann etwas schwieriger, ne? So, da sind wir erledigt. Ja, haben wir nicht geschafft. Wie wir mitbekommen haben, ist es ziemlich schwer. Du hast versagt. Genau, ich habe versagt. Das wird wohl so sein. Ja, wenn, dann würde ich sagen, muss man die Einstellung ändern. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Vorschau, in der dritten, die wir dann vielleicht nochmal nicht so hart auswählen. Ich muss mir das nochmal genau beim Einstellen angucken. Habe ich wohl vielleicht mich zu klein gemacht. Das kann man dann ja auch noch ändern. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Machen wir dann und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Ich wünsche euch was. Ach ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, ne? Und falls ihr euch der Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.